Aber generell, also wenn man so ein bisschen Verhältnis will, aber trotzdem, gut, dann stelle ich die Frage, du kannst es ja. Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich, dass ihr alle noch da seid und begrüße zum Fortuna Fan Talk, wiederum unterstützt von SD Service Druck. Und ich vertrete heute den André, der aus positiven persönlichen Gründen nicht da sein kann. Und freue mich sehr, dass Marcel Sobotka und Nico Gieselmann den Weg nach diesem anstrengenden Spiel noch zu uns gefunden haben. Ich möchte erstmal von mir aus ganz herzlich gratulieren zu diesem fantastischen Kampfsieg, den ihr da heute rausgehauen habt. So kann es weitergehen. Und direkt mal die erste Frage an dich. Wie war es so auf dem Feld, 90 Minuten so einen Kampf da abzureißen? Ja, nach Spielende natürlich geil, weil wir so viel investiert haben und dann auch belohnt worden sind. Für den Kampf, den wir aufgebracht haben, dass wir zu Hause ja, die ersten 3 Punkte einfahren konnten, war dann zum Schluss ein geiles Gefühl. Was denkt man so, wenn man 85 Minuten das 1:0 oder nachdem das gefallen war, verteidigt hat und kriegt dann so ein blödes 1:1, 5 Minuten Verschluss? Denkt man dann, scheiße, hoffentlich kriegen wir nicht noch einen rein? Oder denkt man, nee, jetzt recht, wir wollen das Ding noch nach Hause bringen? Ja, der erste Moment war natürlich schon, Alter, was für ein Scheiß, ne? Aber ich glaube, dann haben wir wirklich eine gute Reaktion gezeigt und haben ja relativ schnell dann den Elfmeter rausgeholt und dann das 2:1 wieder gemacht. Klar, ein bisschen Glück hat da schon dazugehört, aber ich glaube schon, dass wir uns da nochmal belohnt haben. Wirklich für eine leidenschaftliche Leistung. Könnt ihr das Mikro für die Spieler ein bisschen lauter machen? Ich habe gerade hier vorne nur gehört, man hört nichts. Das war nur kurz für die Technik. Ja, wenn man so aus dem Leipzig-Spiel kommt, schon mit einer fantastischen Leistung, von der Einstellung vom Spielerischen her, und hier gegen Hoffenheim wieder so einen unheimlich spielstarken Gegner hat, in der ersten Halbzeit sicher auch ein bisschen Glück hat bei der einen oder anderen Szene. Wie geht man so von der Einstellung daran, wenn jetzt alle denken, okay, in Leipzig haben sie super gekämpft, Hoffenheim das nächste Mal, wie geht man daran an so ein Spiel? Ja, gleich wie in Leipzig. Also wir wussten, dass Hoffenheim genauso spielstark, wenn nicht sogar noch ein bisschen spielstärker ist als Leipzig. Wir haben ja auch ein ähnliches System gespielt. Und es war uns klar, dass wir wieder den Großteil der Zeit verteidigen müssen, aber dass wir unsere Konterchancen auf jeden Fall kriegen. Das war heute wieder der Fall und wir haben es ja, dann von der Ausbeute her besser gemacht als in Leipzig, weil wir heute das Spiel gewonnen haben. Und wie gesagt, solche Spiele können wir nur so gewinnen und das haben wir heute getan. Marcel, wenn man so in der Zentrale des Spielfeldes steht und wirklich eine Angriffswelle über die nächste auf einen zurollen sieht, wie geht man damit um, wenn man immer wieder ja, gefordert wird? Was macht man da, um diese 90 Minuten wirklich konzentriert dem Gegner auch Paroli bieten zu können? Ja, das war ja eigentlich von Anfang an klar, dass wir wirklich nicht so viel Ballbesitz haben, sondern dass meistens Hoffenheim den Ball hat. Ja, und in der Mitte haben wir einfach wirklich versucht, die Räume eng zu machen, dass wir versucht haben, die andribbelnden Innenverteidiger von denen, dass wir da nicht die Bälle durch die Schnittstellen spielen konnten. Und das war da einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, einfach versucht haben, eng zu machen, dass sie gar nicht in das Spiel vor unser Tor kommen. Ja, und ich glaube, es hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch wenn sie jetzt erste Halbzeit die 100%ige Chance haben nach dem Konter. Aber das ist halt nach unserem Ballverlust passiert, dass wir da hinten einfach ein bisschen zu offen waren. So aus dem Spiel war es, glaube ich, okay. So, jetzt hatten wir heute 40.111 Zuschauer im Stadion. Dann war der Hoffenheimer Block auch nur mit 800 Leuten gefüllt, also relativ leer. Aber ein paar Plätze waren ja auch auf Düsseldorfer Seite noch frei. Ich habe gehört, du hast da noch einen Appell. Ja, ich glaube, die Fans haben gesehen, dass wir uns jedes Spiel reinhauen. Und wir würden uns freuen, wenn das Stadion natürlich noch mal ein bisschen voller wird. Weil ich glaube, sie kriegen was zu bieten. Und wir hauen uns jedes Spiel rein und würden uns natürlich freuen, wenn das Stadion in den nächsten Spielen auch ein bisschen ja, voller wird und wenn nicht sogar ausverkauft wird. Weil ich glaube, das hat die Mannschaft verdient nach solchen Leistungen. Ich finde, da kann man auch den Blick direkt mal nach vorne richten. Das nächste Spiel ist zwar auswärts, ein Freitagabendspiel in Stuttgart. Aber dann geht es ja sehr schnell weiter, 5 Tage später spielen wir zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Das ist sozusagen das erste richtige Derby. Ne? Also ganz aus der Nähe hier. Ein Verein, der jetzt ja auch nicht so sensationell in die Saison gestartet ist. Also durchaus auch seine Probleme hat. Wie geht man jetzt nach vorne, wenn man jetzt ja, eigentlich eine fantastische Tendenz vorzuweisen hat? Man hat schon gegen Augsburg super gespielt, hat leider unglücklich verloren. In Leipzig ein fantastisches Ergebnis und heute kämpferisch und das Ergebnis nach Hause gebracht. Wie geht man dann in diese nächsten Spiele Stuttgart und Leverkusen? Ja, mittlerweile wissen wir eben, dass wir mit den anderen Mannschaften nicht nur mithalten können, sondern da eben auch Punkte holen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass man eben als Aufsteiger jetzt nicht unbedingt der Abstiegskandidat Nummer 1 sein muss, sondern dass man da eben auch mithalten kann und die Spiele auch gewinnen kann. Und ich glaube, dass wir da gegen Stuttgart dann schon mit einer breiteren Brust auftreten können.
Und da ist auf jeden Fall auch was zu holen. Ja, also, Sie haben es gehört. Wir haben jetzt zwei Spiele vor der Brust innerhalb von einigen Tagen in Stuttgart. Wer Zeit findet, natürlich dahin fahren und die Mannschaft auch auswärts unterstützen, weil das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Aber dann gegen Leverkusen, vielleicht kriegen wir ja zumindest die Heimplätze komplett voll. Das wäre sehr, sehr schön. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nach so einem anstrengenden Spiel noch hier hochzukommen. Bedanke mich nochmal ganz herzlich für die super Leistung auf dem Platz und freue mich sehr, wenn ihr mit André oder wem auch immer bald wieder hier sitzt und weiter so tolle Ergebnisse zu bejubeln habt. Vielen Dank, dass ihr da wart und ja, erholt euch erstmal schön. Vielen Dank.